Ich fange mit einer kleinen Geschichte an. Zu einer Zeit, als linke Intellektuelle sich am Kampf der Völker der Dritten Welt gegen den Imperialismus berauschten, als protestierende Studenten sich mit Sieg im Volkskrieg rufen, die Kehlenheiser brüllten, als blasse Bürgersöhne und Töchter allen Ernstes die Worte des Vorsitzenden Mao Zedong schulten, deren Erkenntniskraft sich ungefähr auf dem Niveau jener in bunten Illustrierten publizierten Rubriken mit dem Titel Fragen Sie Frau Barbara bewegt. Kurz, als Linke geistig schon für jenen völkischen Aufbruch zu Hause sich zurüsteten, auf den sie allerdings noch ein paar Jahre, nämlich bis 1989, dem Jahr der deutschen Intifada, warten mussten. Zu dieser Zeit, von 1967 bis 1969, trug sich von der Öffentlichkeit weithin unbeachtet, über 1000 Kilometer weit weg, nämlich in der Karibik, Folgendes zu. Folgende kleine Episode. Und zwar handelt diese Geschichte von einem Aufstand, aber von keinem Volksaufstand, sondern von einem Aufstand von Menschen. Zum Aufstand, von dem hier die Rede ist, und zwar von dieser Aufstand auf einer Karibikinsel namens Anguilla stand. Anguilla war bis zu dieser Zeit eine britische Kolonie. Zum Aufstand wäre es ohne einen anderen kleinen Inselstaat, St. Kitts und Nevis, nämlich gar nicht gekommen. Das sind zwei Nachbarstaaten in dieser karibischen Inselkette. Aus verwaltungstechnischen Gründen fasste Großbritannien seine Kolonien Anguilla und St. Kitts und Nevis zu einem Inselstaat zusammen. Außer der geografischen Nähe jedoch haben diese beiden Staaten nichts gemeinsam. Während des Aufstandes herrschte zwischen den beiden Inseln offene Feindschaft. Die Bewohner von St. Kitts fannten die Anguilla provinziell, nannten sie Bobo Johnnies, was so viel wie Trottel bedeutet, und machten sie zur Zielscheibe ihres Spottes. Der Premierminister von St. Kitts und Nevis wiederum weigerte sich, Anguilla eine wirkliche Vertretung in der gemeinsamen Regierung zuzugestehen und boykottierte die ohnehin schwache Wirtschaft der kleineren Insel gnadenlos. Durch die überhebliche Haltung der Kittianer fühlten sich die Anguilla verletzt und ausgenutzt. 1967 nun versuchte Großbritannien, sich seiner karibischen Kolonien zu entledigen und Anguilla zu einer langfristigen Union mit dem gefürchteten St. Kitts und Nevis zu zwingen, indem es ihm de jure den unabhängigen Status eines assoziierten Staates, also eines souveränen Staates, verlieh. Doch Anguilla, nicht gewillt, dieses Bündnis gar noch zu festigen, widersetzte sich. Die Aufrührer schwangen Union Jacks und Transparente mit Parolen wie »Wir wollen keine Souveränität, wir wollen England«. Nicht zuletzt dieser ungewöhnlichen Forderung hielt sogar die Mehrzahl der Anguilla selbst den Aufstand eher für einen schlechten Witz. Großbritannien, immer noch blind gegenüber Anguillas Problemen, ließ sich jedoch nicht von seiner sauberen Lösung für die ungeordneten politischen Verhältnisse in der Karibik aufbringen. Im Februar wurde der assoziierte Staat St. Kitts, Nevis, Anguilla ins Leben gerufen, per Gesetz. Die Anguilla trugen an diesem Tag einen schwarz verschleierten Sarg, auf dem Souveränität stand, in einem Schweigemarsch um die Insel. Die Spannungen zwischen Anguilla und St. Kitts und Nevis verschärften sich weiter, die Rebellen brannten das Parlamentsgebäude nieder, worauf der Gouverneur ihrer Majestät das Weite suchte. Außerdem jagten die Aufständigen 12 von St. Kitts abkommandierte Polizisten zum Teufel. Und das ging dann noch eine ganze Zeit so weiter. Dessen ungeachtet marschierten dann die Briten am 19. März 1969 mit einem Bataillon von 338 Mann, darunter die Königliche Marine und die Red Devils, eine Fallschirmjägereinheit, auf Anguilla ein. Diese Elite-Kampftruppe wurde am Sandy Ground von Kindern mit Blumen und Bonbons, von ihren über das ganze Gesicht strahlenden Eltern mit God Save the Queen und dem üblichen Kontingent an Ziegen empfangen. Nicht ein Schuss fiel während der Invasion, die das Time-Magazine Britain's Bay of Piglets, die Schweinebucht der Engländer, taufte. Schließlich sah sich Großbritannien gezwungen, seine Haltung zu überdenken. Einige Truppen erhielten den Befehl, auf Anguilla zu bleiben und beim Straßenbau zu helfen, Telefonleitungen zu legen und einen schon lange notwendigen Anlegesteg zu errichten. Großbritannien übernahm somit wieder die volle Verantwortung für die Insel und Anguilla wurde, aus freien Stücken, wieder eine Kolonie des britischen Commonwealth. Wenn das Ziel des Aufstandes auch bizarr anmutet, im Endeffekt hatte Anguilla erreicht, was es wollte, nämlich seinen politischen Status selbst zu bestimmen. Bemerkenswert an diesen Ereignissen ist gleich mehrerlei.
Nicht nur das erfreulich nüchtern materialistische Kalkül der Insulaner auf den eigenen Vorteil und das eigene Wohlergehen, die unverblümt ausgesprochene Einsicht, dass diejenigen, die einem das Leben verleiden und vergällen können, im Allgemeinen die eigenen Verwandten und Bekannten und nicht irgendwelche Fremde sind, sodass, wenn schon Herrschaft vorerst nicht abzuschaffen ist, die aufgeklärte Fremdherrschaft der Despotie einheimischer Quellgeister allemal vorzuziehen ist. Dass Identität dem Tod und nationale Souveränität das Grab bedeutet, diese fundamentale Einsicht, wie sie etwa in der hegelischen Staatsphilosophie entwickelt ist, haben die Anguillaner ganz spontan realisiert, und zwar einfach deshalb, weil man für diese an sich einfache Erkenntnis nicht 20 Semester Philosophie abgebuddelt haben muss, um sie zu verstehen. Vielmehr verhält es sich so, dass es ein gerütteltes Maß an subjektiv angeeigneter Verblendung bedarf, um sie zu verleugnen. Aber eben diese Verleugnung war seit der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg in der sogenannten Dritten Welt der gesellschaftliche Normalfall. In einer Zeit nationalrevolutionär-völkischer Aufbrüche standen die Einwohner von Anguilla oder etwa ein Aimé Césaire, der, obwohl er wie später noch zu erwähnen sein wird, selbst ein Kulturrelativist reinsten Wassers war, die französischen Antilleninseln, also auch die karibischen Inseln, die da liegen, nicht in die Unabhängigkeit führte, sondern ans Mutterland anschloss, standen diese also ziemlich alleine da. Für die übergroße Mehrheit der sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen war es ausgemachte Sache, dass Fortschritt gleichbedeutend sei mit der Beförderung der Kolonien zu national souveränen Staaten. Nationale Souveränität, so hieß es damals und so heißt es heute noch, von Schröder über den engagierten Protestantismus bis hin zu Attac und den Nazis, im Grunde obsolete Unterscheidungen. Nationale Souveränität sei die Voraussetzung für Entwicklung. Sie gründe in der Verfügung des Volkes über seine Ressourcen und verwirklicht sich in der Abschottung vom Weltmarkt. Sie hat zum Ziel den nachholenden Aufbau einer eigenständigen, selbsttragenden Nationalökonomie. Und erst wenn diese nachholende Entwicklung vollbracht ist, irgendwann in ferner Zukunft, könne man sich den Weltmarkt wieder öffnen. Damit hatte in der nach 1945 in vollem Umfang einsetzenden Entkolonialisierung eine Konzeption von Ökonomie und Souveränität durchgesetzt, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts, man könnte auch sagen Anfang des 19. Jahrhunderts, weil jener völkische Theoretiker Fichte, jener, der die Philosophie des Größenwahns erfunden hatte, zugleich der Theoretiker des geschlossenen Handelsstaates war. Er fuhr aber eine Fortsetzung Mitte des 19. Jahrhunderts, und zwar wieder in dem damaligen Entwicklungsland Deutschland. Die Rede ist von Friedrich List, der 1841 eine politische Ökonomie nachholender Entwicklung umriss, die Deutschland auf die Höhe von England, also der damals führenden Industrienation, bringen und im Konzert der Nation gleichberechtigt mitspielen lassen soll. Dass List seine Schrift das nationale System der politischen Ökonomie betitelte, markiert dabei schon eine Frontstellung. Und zwar eine Frontstellung gegen die politische Ökonomie englischer oder französischer Provenienz und indiziert bereits das Umkippen von Ideologie in Lüge und Wahn, dass die politische Ökonomie erst später ereilen sollte. Und in Anlehnung an die Formulierung aus der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie stellt Marx also auch fest, ich zitiere aus seiner Kritikschrift über Friedrich List: Es ist dies endlich charakteristisch, dass das deutsche Bürgertum mit der Lüge, womit das Französische und Englische ändert, nachdem es in Stellung gekommen ist, sich apologetisieren, seine Existenz entschuldigen zu müssen, beginnt. Diese Lügenhaftigkeit deutscher Ideologie manifestiert sich in einer zunächst absurd anmutenden Wirklichkeitsverleugnung, wie man sie heutzutage unter dem Begriff der Political Correctness kennt. Dazu wieder Zitat von Marx. Der hohle, windige, sentimentale Idealismus des deutschen Bürgers, hinter dem der kleinlichste, schmutzigste Krämergeist verborgen liegt, die feigste Seele sich versteckt, ist, also die Axis of Weasels wurde eigentlich davon Marx schon vorformuliert, die feigste Seele sich versteckt, ist zur Epoche gekommen, wo er notwendig sein Geheimnis verraten muss. Aber er verrät es wieder in echt deutscher, überschwänglicher Weise. Er verleugnet den Reichtum, indem er ihn erstrebt. Der ganze theoretische Teil des listischen Systems ist nicht als eine Verkleidung des industriellen Materialismus der aufrichtigen Ökonomen in ideale Phrasen. Die Sache lässt er überall bestehen, den Ausdruck aber idealisiert er.
Zitat Ende. Nicht, dass diese Verleugnung ihrer wesentlichen Triebkräfte nicht Kennzeichen der bürgerlichen Gesellschaft im Allgemeinen wäre. Aber während die kapitalistische Ideologie in ihrer Scheingestalt im Allgemeinen vom Unwesen der kapitalistischen Vergesellschaftung noch etwas durchscheinen lässt, indem sie das, was sie rationalisiert, zumindest noch benennt, hat die deutsche Ideologie sich von ihrem gesellschaftlichen Grund vollständig emanzipiert. Sie produziert nicht mal mehr einen falschen Begriff von Realität, sondern nur unerbittlichen und gnadenlosen Wahn. Solche Wirklichkeitsverleugnung, also die Verleugnung des Reichtums, indem man ihn erstrebt, in Marxes Worten, wird, und das ist der springende Punkt, dabei in einen Ausweis moralischer Überlegenheit umgemünzt, nämlich in einen Beweis dafür, dass es sich bei den Deutschen um kein Volk von gewissenlosen Geschäftemachern handle, sondern dass sie sich durch Tiefe des Gemüts und hochherzige Gesinnung auszeichneten. Indem List also schlicht leugnet, dass im Kapitalismus sich alles um den Tauschwert dreht, jedermann dem Geld als der Inkarnation allgemeinen Reichtums hinterherjagt, indem er den Kapitalismus als System der Produktionskräfte affirmiert und zugleich alles, was dieses System unvermeidlich charakterisiert, als ihm äußerlich und für im Grunde wesensfremd erklärt, enthält seine Theorie schon in Muze den modernen Massenwahn, also den völkischen Antisemitismus, mit dem dann die Nazis registrierten. List spaltet also die notwendigen Konsequenzen kapitaler Vergesellschaftung von dieser selbst ab und projiziert sie als böse Absicht in die Außenwelt, wie Marx in einer Passage bemerkt, die deswegen so herausragend ist, weil er 50 Jahre vor Freud und 100 Jahre vor der Dialektik der Aufklärung bereits die Grundzüge pathischer Projektion entwickelt. Marx schreibt also über List, weil seine eigene Theorie einen geheimen Zweck verbirgt, ahnt er überall geheime Zwecke. Als echt deutscher Philister sucht Herr List, statt die wirkliche Geschichte zu studieren, nach den geheimen schlechten Zwecken der Individuen. Er macht große Entdeckungen in der Art, dass Adam Smith mit seiner Theorie die Welt täuschen wollte und dass die übrige Welt sich von ihm täuschen ließ, bis der große Herr List sie aus ihrem Traum erlöste. Wie aber der deutsche Bürger überhaupt seinem Feinde nichts besser entgegenzutreten weiß, als indem er ihm einen moralischen Makel anheftet, seine Gesinnung verdächtigt, nach schlechten Motiven für seine Handlung sucht, kurz indem er ihm üble Nachrede bringt und persönlich verdächtigt, so verdächtigt Herr List die englischen und französischen Ökonomen, erzählt Klatschgeschichten von ihnen, und wie der deutsche Philister im Handel nicht das kleinste Profitchen und Eskamotage verschmäht, so verschmäht es Herr List nicht, Worte und Zitate zu eskamotieren, um sie profitlich zu machen. Den etablierten kapitalistischen Mächten und der sie repräsentierenden bürgerlichen Ökonomie zu unterstellen, ihnen gehe es im Gegensatz zu den Deutschen selbst nur ums Schachern und Raffen, heißt deshalb nichts anderes, als dass die Deutschen am liebsten selbst alles an sich raffen würden. Auch das macht Marx nochmal in jener Passage deutlich, wo er sagt, es bietet uns dies den Beweis, wie der Idealismus in seiner Praxis nichts anderes als die gewissenlose und gedankenlose Täuschung eines widerlichen Materialismus ist. Und überhaupt gilt Marx die Auffassung, ein Gemeinwesen müsse als Nation unter zeitweiser Abschottung vom Weltmarkt eine Entwicklung nachholen, die andere Nationen schon hinter sich haben, für reaktionär, für ressentimentgeladene Neidbeißerei, und deswegen überzieht er sie mit dem Spott, der ihr objektiv gebührt. Nochmal eine Passage aus Marxes Kritik über List. Dass jedes Volk in sich selbst diese Entwicklung durchmacht, wäre eine ebenso törichte Ansicht, als dass jedes Volk die politische Entwicklung Frankreichs oder die philosophische Entwicklung Deutschlands durchmachen müsste. Was die Nationen als Nationen getan haben, haben sie für die menschliche Gesellschaft getan. Ihr ganzer Wert besteht überhaupt nur darin, dass eine jede Nation eine Hauptbestimmung, innerhalb deren die Menschheit ihre Entwicklung durchgemacht, für die anderen durchgemacht hat. Und nachdem also die Industrie in England, die Politik in Frankreich, die Philosophie in Deutschland verarbeitet sind, sind sie für die Welt verarbeitet und ihre weltgeschichtliche Bedeutung, wie die der Nationen, hat damit aufgehört. Die Anerkennung ist dann zugleich die Erkenntnis, dass ihre Stunde gekommen ist, abgeschafft zu werden oder die materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen aufzuheben, innerhalb deren die Menschheit als ein Sklave ihre Fähigkeiten entwickeln musste. Und dann nochmal auf List gemünzt. Aber der Elende, der in dem heutigen Zustand stehen bleibt, der also diese
Idee der Aufhebung von Kapital und Staat, von Kapital und Nation verschmäht, zurückweist. Der Irländer, der in dem heutigen Zustand stehen bleibt, der ihn nur zu einer Höhe erheben will, die er in seinem eigenen Lande noch nicht erreicht hat und aus Neid auf eine andere Nation blickt, die ihn erreicht hat, hat dieser Irländer das Recht, in der Industrie etwas anderes als das Schacherinteresse zu erblicken? Darf er sagen, es sei ihm nur um die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten zu tun? Es ist dies dieselbe Niedertracht, als wenn der Sklavenaufseher renommierte, die Peitsche auf seinen Sklaven zu schwingen, damit der Sklave Vergnügen habe, seine Muskelkraft zu üben. So ist also bei List im Grunde schon alles beisammen, was einen zünftigen deutschen Antiimperialismus ausmacht. Die Rhetorik des verfolgten Opfers, die Deutschland als von fremden Mächten geknechtet, verschachert und ausgebeutet hinstellt und derart in der anklägerischen Beschwörung von, Zitate von List, Nationalunmacht, Nationalknechtschaft und Nationaltod bereits das zum Ausdruck bringt, was bei den Nazis dann im Schlagwort von den proletarischen Nationen zusammengefasst ist. Dann die darin implizierte Denkform, die Herrschaft sich nicht anders vorzustellen vermag, denn als äußerliche Verfügung über ein an sich autarkes Gefüge, als Usurpation, als Fremdherrschaft, die auf anonymer, geheimnisvoller Verschwörung gründet und greifbar wiederum nur ist an seinen Exponenten. Weiter die damit gesetzte Idealisierung und Naturalisierung des Volkes, das sich von Fremdherrschaft losreißen müsse, um seine produktiven Kräfte für sich selbst zu entwickeln und damit eine Gesellschaft, die sich nicht am Eigen, sondern am Gemeinnutz orientiert, später unter dem Slogan Deutscher Sozialismus oder Dritter Weg propagiert. Und schließlich eben das darin einbegriffene Ressentiment gegen den Weltmacht und den Kosmopolitismus. Wohlgemerkt, nur für sich genommen ist dieser politisierende Verfolgungswahn, wie er bei List sich ausspricht, für sich genommen weder spezifisch deutsch noch für sich genommen besonders gefährlich. Die Rhetorik der verfolgten Unschuld, die Affirmation der Nation als produktiver Körper, die Projektion auf und Personalisierung von Übel in einer Fremdherrschaft stammen an sich allesamt aus dem Arsenal der Französischen Revolution. In dieser aber hatte die bürgerliche Polemik den Sinn, eine liberale Gesellschaftsordnung zu etablieren, die erstens das Glück für alle propagierte, das Glück und nicht den Verzicht, wie es bei Fichte ja schon heißt, und die in ihrem revolutionären Überschwang die Nation nämlich nicht als territoriale Einheit, sondern als grenzenlose Einheit des Weltbürgertums definierte. Bei List hingegen ging sie dazu, eine Gesellschaft zu inaugurieren, die sich in expliziter Frontstellung gegen eben diese liberale politische Ökonomie und die sie repräsentierenden Staaten in Stellung bringt. Und eben darin kündigt sich die Selbstzerstörung der Aufklärung an, als deren Avantgarde Deutschland schließlich dann fungiert. Damit wird auch der Opfer- und Verfolgungswahn mehr und anderes als eine überall anzutreffende und lästige, aber harmlose Schrulle, sondern wird zu einem zur Tat drängenden Programm, dessen Inhalt es ist, den verkehrten Ausdruck der Wirklichkeit selber wieder zu verwirklichen. Also sprich, die Abstraktionen von Frieden, Krisenfreiheit, Gemeinschaft, in der die kapitalisierte Welt sich verkehrt präsentiert, wiederum in der Wirklichkeit geltend zu machen. Wenn Marx also über List meint, Zitat, eben diese hohle idealistische Phraseologie gibt ihm darum auch die Fähigkeit, die realen Schranken, die sich seinen frommen Wünschen entgegensetzen, zu verkennen und sich den albernsten Fantasien hinzugeben, dann mag Marx noch die Hoffnung getragen haben, dass diese Albernheiten sich an der Realität blamieren und damit von selbst erledigen würden. Bekanntlich kam es aber dann ganz anders. Dadurch, dass diese Albernheiten institutionell genährt und begünstigt wurden, nämlich durch die unheilige Allianz von Staat und Arbeiterbewegung, LaSalle und Bismarck, die sich vorgenommen hatte, dem realen Paradox einer gemeinnützigen Kapitalakkumulation zur gesellschaftlichen Evidenz zu verhelfen. Dadurch konnte die aus Ohnmacht geborene Allmachtsfantasie, und nichts anderes ist ja auch der gesellschaftliche Inhalt der fichtischen Philosophie des absoluten Ichs, also die äußere Realität überhaupt für Inexistenz zu erklären, sie für eine bloße Projektionsfläche des absoluten Subjekts zu erklären. Dadurch bekam dieser deutsche Opferwahn die Gelegenheit, die realen Schranken, die sich seinen Wünschen entgegenstellten, nicht einfach nur zu verkennen, sondern zu überwinden und seine fromme, alberne Fantasie von einer krisenfreien Kapitalakkumulation durch die planmäßige Ermordung von 6 Millionen Menschen schließlich in die Tat umzusetzen. Deutschland hat damit der Welt exemplarisch vorgemacht, dass es sich lohnen kann,
Wenn man noch im Stadium eines unterentwickelten Landes sich gegen die etablierten Nationen in Stellung bringt, dass es möglich ist, eine kapitalistische Entwicklung nachzuholen, und zwar dadurch, dass man seine Rückständigkeit kurzerhand als Avantgarde-Position nutzt und ein antibürgerliches, man könnte sogar sagen antikapitalistisches Kapitalverhältnis installiert, das auf dem Kurzschluss von Ressentiment und Legalität, von Volksmobilisierung und Staat basiert und es erlaubt, den Liberalismus zu überspringen. Dass das deutsche Modell der Kapitalisierung sich selbst zur Nachahmung für alle ähnlich Disponierten empfiehlt und dessen Repräsentanten nach entsprechenden Bündnissen Ausschau halten, wie die bekannten Geschichten mit den deutschen Orientwissenschaften und mit dem Ausstrecken der Fühler in den Nahen Osten gegen England, ja, bekannterweise beweist. Und dass umgekehrt das deutsche Modell Attraktivität für all jene besitzt, die sich als Völker zu kurz gekommen, vom Imperialismus geknechtet oder übers Ohr gehauen wähnen und zur Abrechnung entschlossen sind, versteht sich fast schon von selbst. Aber es sind nicht diese Bündnisse das Primäre, sondern es ist umgekehrt die Objektivität von Ideologie als zur Praxis drängende Denkform, die schließlich diese Bündnisse ermöglicht, zunächst aber sachliche Affinität stiftet, wo von einem offenen Schulterschluss noch gar nicht die Rede sein kann. Umso bemerkenswerter, dass Max Horkheimer über die innere Verwandtschaft von deutschem Erwachen und nationalrevolutionärem Völkerfühlen von Drittem Reich und Dritter Welt schon 1959, als alle Welt und die Linken ganz besonders die nationale Befreiung für eine fortschrittliche Sache hielten, Folgendes notierte. Ich zitiere aus dem Aufsatz von 1959, Philosophie als Kulturkritik. Mit der zugleich verändernden und bewahrenden Funktion des Gedankens ist es ähnlich gestellt wie mit der umgestaltenden Kraft der Gesellschaft selbst. Um zu angemesseneren Formen fortzuschreiten, muss die Gesellschaft ihre Individuen immer wieder dazu bringen, neue Verhaltensweisen anzunehmen. Man denke an die Gewöhnung an Fabrikarbeit im Laufe der industriellen Revolution. Der überkommene Lebensgang, der in seiner geringeren Straffheit dem Rückblick einmal als verlorene Heimat erschien, wurde als veraltete Form der Existenz durch neue Daseinsweisen abgelöst. Der emanzipatorische Prozess, durch den Geschichte in den heute entwickelten Ländern vorindustrielle Formen der Gesellschaft praktisch kritisierte, vollzog sich hier der wenig entwickelten Technik entsprechend, von inneren und äußeren Krisen gehemmt und gefördert, mit einiger Langsamkeit. Heute wird der Übergang in den früheren Kolonialländern rasch nachgeholt, rücksichtslos radikal. Dort muten sich heute die Eingeborenen unter ihren Diktatoren nicht weniger zu, als was ihnen von den Imperialisten des 19. Jahrhunderts schon zugemutet worden war. Langsamkeit, mangelnde Anpassung gilt dort heute nicht mehr als Faulheit, sondern als Verrat an der Volksgemeinschaft. Schon Hitler und Stalin wollten das durch keine Residuen gehemmte funktionierende Industrie der fortgeschrittensten Länder mit Hochdruck nachholen. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus suchten die letzten Spuren nicht straff ausgerichteter Daseinsweisen auszumerzen und der übersteigerte Nationalismus der zurückgebliebenen Länder heute entspricht demselben Trieb zur rasenden Industrialisierung, zur Herstellung der Konsumgüter fürs Volk und der Luxusartikel des Prestiges, der Rüstung, der umspannenden Polizei- und Propagandaapparate für die Herrschaft. Die Trägheit, die Schwäche der Individuen wird ausgerottet. Jeder muss die gewaltsame Disziplinierung an sich selbst vollbringen oder, wenn er es nicht vermag, zugrunde gehen. Angesichts des nie geahnten Reichtums der Weltmächte empfinden die eingeborenen Massen ihre Armut als Schande und der neue Nationalstolz ist die transformierte Wut über die Misere und zugleich die Fessel, die sie an ihre autochthonen Herren kettet. Aus dem unbändigen Willen zum je eigenen Wirtschaftswunder schöpfen die Eliten und schlauen Führer der afroasiatischen Völker die Kraft und die Massen marschieren in Begeisterung mit. Was vorherging, wird gehasst, abstrakt verleugnet, barbarisch umgebracht. Höchstens dient eine längst entschwundene, nach Belieben hergerichtete, glorreiche Geschichte als propagandistisches Symbol der nationalen Erneuerung. Solche Prozesse, in denen die wirkliche Vergangenheit liquidiert, anstatt hinübergenommen wird, sind stets mit der Ausrottung ganzer Gruppen von Menschen verbunden gewesen und der Fluch des organisierten Terrors beim Übergang hat in die neue Gestalt der Gesellschaft, die ihm ihr Dasein verdankte, stets hineingespielt. Im Denken bedeutet unvermittelte Negation, Vergessen und Blindheit, in der Wirklichkeit bedeutet sie den Mord.
Und Horkheimer war sich auch zu dieser Zeit schon völlig im Klaren. Und es erscheint aber trotzdem dann prophetisch, was für diese terroristische Form nachholender Entwicklung der adäquate Überbau sein könnte. So schreibt er in einer in derselben Zeit entstandenen Schrift mit dem Namen, mit dem Titel Macht und Gewissen von 1962. Von der Entwicklung ist auch die Religion betroffen. Das Christentum verkündigt den Wert der einzelnen Seele. Durch seine Lehre von der Ewigkeit hat es dir unendliche Bedeutung zuerkannt. Die Dogmen dagegen, zu denen die Gegenwart sich bekennt, verabsolutieren die Nation und gegebenenfalls die Eroberung der Welt, sei es im Frieden, sei es im Krieg. In Afrika feiert der Islam Erfolge. Er ist der neuen Gesinnung leichter anzupassen als das Evangelium der Feindesliebe. Dem Gottesbegriff des Propheten haben Kriegszüge, gewaltsame Bekehrung, Ausrottung der Feinde niemals widersprochen. Die Eroberung der Territorien, die heute Pakistan heißen, übertrifft an Scheußlichkeit die meisten Episoden der Geschichte. Zur nationalen Macht besitzt der Islam besondere Affinität. Es spricht also für den unbestechlichen Scharfblick von Adorno und dem in dieser Hinsicht immer noch deutlicheren Horkheimer, dass sich vor den antikolonialen Phrasen von der nationalen Würde oder der kulturellen Identität autochthoner Völker nicht ehrfürchtig in die Knie gegangen sind wie fast die gesamten metropolitanen Intellektuellen, sondern dass sie die Rede von den fremden Kulturen, die man per se achten und respektieren müsse, als blanken Euphemismus für Unterentwicklung und Elend erkannten. Denn wenn den Kolonialmächten eines mit Sicherheit vorzuwerfen war und ist, dann dies, dass sie die von ihnen propagierte zivilisatorische Mission gerade nicht erfüllt haben, sondern außer verwüsteten und geplünderten Territorien nichts Nennenswertes hinterlassen haben. Diesen Sachverhalt gewissermaßen auf den Kopf zu stellen, die Legitimation der Kolonialmächte für bare Münze zu nehmen und für die Sache selbst auszugeben, indem also den Kolonialmächten umgekehrt vorgeworfen wurde und wird, passiert ja heute auch noch, sie hätten den Eingeborenen eine fremde westliche Kultur aufgezwungen. Sie hätten also nicht geraubt, sondern ihnen gar noch etwas gebracht und gar noch zu viel. An dieser Verkehrung kolonialer Praxis hatten freilich die Cliquen und Gangs, aus denen sich die prospektiven Staatsführer der Dritten Welt rekrutierten, die meisten jedenfalls das größte Interesse. Der westlichen Zivilisation im Namen einer eigenständigen Kultur den Kampf zu erklären, bedeutet nichts anderes als eine Generalermächtigung für eine Herrschaft, die die mobilisierten Massen als Wehrgemeinschaft konstituiert, die sich durch die Säuberung der Gesellschaft von Volksfeinden, Agenten, imperialistischen Handlangern und wie man sonst noch kann die Liste ergänzen, definiert. Man lese dazu nur wieder einmal Franz Fanons viel zitiertes Machtwerk Die Verdammten dieser Erde, in der zwei große Hindernisse auf dem Weg zu einer wahrhaft eigenständigen Kultur der indigenen Völker ausführt, und das sind der Individualismus und der Kosmopolitismus, wo er sagt, die müssen ausgerottet werden. Es ist das Schicksal jeder Bewegung, die sich gegen die Aufklärung, den Westen oder die Zivilisation richtet, dass ihr Tun nicht zu irgendwelchen ursprünglichen Lebensformen zurückführt, die durch die Kapitalisierung der Welt vielmehr unwiderruflich zerstört sind, also dass weder das Germanentum noch der afrikanische Stammesverband wieder erreicht werden, sondern dass dieses Zurückzu mit Notwendigkeit nur dazu führt, moderne Herrschaft, die keine europäische oder westliche, sondern eben eine kapitalbestimmte ist, von jenen Einschränkungen und Vermittlungen zu emanzipieren, die sie, wie labil und prekär auch immer, von vorkapitalistischer Herrschaft eben auch unterscheidet. Darin ist die Dialektik der Aufklärung unmittelbar zugleich stets eine Dialektik der Gegenaufklärung. Kulturelle Identität, der Überbau nationalrevolutionärer Autarkie, ist darin nichts anderes als die Deckadresse von Willkürherrschaft. So haben also die antikolonialen Cliquen nicht die verelendeten Massen in ihren Ländern, sondern sie haben vielmehr die Herrschaft von ihren Fesseln und mit Verweis auf die ihnen widerfahrene Demütigung sich selbst von Rücksicht auf die Weltmeinung befreit. Befreit haben sie außerdem vor allem die Kolonialmächte von der Verantwortung, das von ihnen angerichtete Elend dadurch wieder gut zu machen, dass sie beispielsweise die Kolonialgebiete ans Mutterland anschließen, mit dem Effekt, dass sie ehemals kolonisierten Staatsbürger werden und die Kolonien, Provinzen oder Bundesländer, die ganz selbstverständlich von Subventionen, Ausgleichszahlungen und Infrastrukturmaßnahmen
wie sie in allen Staaten zur Herstellung gleicher Lebensverhältnisse üblich sind, empfangen. Wenn zum Beispiel früher, um für Deutschland zu sprechen, für die BRD, die Oberpfalz und der Bayerische Wald von der Zonenrandförderung profitierten, wenn Bremen heute Länderfinanzausgleich erhält, dann werden diese Zahlungen ja schließlich auch nicht als Entwicklungshilfe deklariert und dann wirkt für diese Zahlungen ja schließlich auch nicht Miserior mit Hochglanzbroschüren dankbarer Kinder mit Kulleraugen. Kolonien zu souveränen Nationalstaaten zu befördern, bedeutete dagegen nichts anderes als das Abstoßen unrentabler und kostspielig gewordener Besitzungen, die Ausgrenzung und Demokratisierung des Elends, das die Kolonisierten nun selber verwalten dürfen. Die Entkolonialisierung war also damit im großen Maßstab das, was sich als Elend-Selbstverwaltung heute im Inneren der Staaten, etwa in Brasilien, in dem bereits schon erwähnten Porto Alegre vollzieht, dem Mekka der Globalisierungsgegner. Weil Reichtum also nicht in der Verfügung über Boden- und Bodenschätze besteht, sondern über Kapital. Weil also die nationale Befreiung als nationale zum Scheitern verurteilt war, konnte sie schlecht und recht überhaupt nur überleben als Subventionsunternehmen, das entweder von Spenden, Krediten und Entwicklungshilfe von den westlichen Ländern oder eben durch den Handel zu Vorzugskonditionen, die der zweite Weltmarkt des RGW geboten hatte, also noch existierte. Darin einen Verrat am Ideal wahrer nationaler Befreiung zu erblicken, wie es gerade Linke heute immer noch tun, wenn sie im moralinen Falsett vom Recht der Völker über ihre Ressourcen zu verfügen daher salbadern, wie es Jean Ziegler zum Beispiel auf jedem globalisierungskritischen Kongress macht, ist schon nicht mehr einfach Begriffslosigkeit und Ignoranz, sondern heißt schlicht und ergreifend, dass man sich möglichst viele Leichen herbeiwünscht, die man dann wieder virtuos als Opfer des Imperialismus betrauern kann. Nachholende nationale Entwicklung ist logisch betrachtet nämlich ein Unding, denn nationale Eigenständigkeit ist ja nur ein anderes Wort für Souveränität, kann sich nur realisieren als ihr eigenes Gegenteil, als Form allseitiger Abhängigkeit im Medium des Weltmarkts. Diese Abstraktion, Nation wahrzumachen und nationale Autarkie in die Tat umzusetzen, kann in der Tat nichts anderes bedeuten und nach sich ziehen, als den Massenmord wie in Kambodscha unter Pol Pot, dem Vietnam dankenswerterweise ein Ende bereitete, worauf er sich damals schon von den völkischen Linken des Imperialismus bezichtigen lassen musste. So hätte also schon in den 50er Jahren aller Grund bestanden, dem erwachenden Selbstbewusstsein der Dritten Welt, das von deren Führern und den sie hofierenden metropolitanen Intellektuellen mit revolutionärem Pathos und kindlichen Erlösungsglauben aufgeladen wurde, wenn der Dritten Welt beispielsweise attestiert wurde, an ihr und ihren Kulturen könne sich die morsche, verfaulte westliche Welt ein Beispiel nehmen und innerlich genesen. Also diesem Selbstbewusstsein nicht nur zu misstrauen, sondern als Fortschreibung von Opfer- und Verfolgungswahn sowie als Fortzeugung des nationalen Sozialismus, des Umkippens von kapitalistischer Vergesellschaftung in die Barbarei zu denunzieren, wie Adorno und Horkheimer es taten. Denn das Selbstbewusstsein, das die protektiven Staatsführungen der Drittweltländer formulierten, bestand und besteht de facto in einer Selbstentmündigung, nämlich in der Reklamierung des Status als bloßes Opfer, das durch sein Opfersein von vornherein zu allem ermächtigt ist, dessen Taten also von vornherein historisch gerechtfertigt sind und dass sich deshalb nicht nur jede Einmischung, sondern auch schon jede Kritik als wahlweise ethno- oder eurozentristische Arroganz oder als Rassismus verbieten darf. So steht schon am Beginn der Entkolonialisierung, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, unausgesprochen, aber mit, wie man heute sieht, umso nachhaltigere Wirkung, eine Denkform, die Eike Geisel einmal in einem anderen Zusammenhang mit den von Freud entlehnten Schlagworten Opfersehnsucht und Judenneid charakterisiert hatte. Um also Ansprüche anzumelden, präsentieren sich die sogenannten unterdrückten Völker als grundlos verfolgte Opfer. Aber genau dabei stehen die Juden und Auschwitz im Weg. Wenn nämlich die Kategorien Täter und Opfer, die man im Übrigen aufgrund ihres ölig-ranzigen Pathos, der an Festvorträge professioneller Geschichtsbewältiger erinnert, ohnehin besser meidet. Aber wenn die Kategorien Täter und Opfer überhaupt auf ein Phänomen zutreffen, dann eben auf den im nazifaschistischen Massenmord kulminierenden modernen Antisemitismus, der in der Tat eine existenzielle Feinderklärung vornimmt,
die ohne jede Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Gesinnung, Arbeitsfähigkeit, also schlicht kurz alle sozialen Eigenschaften vorgeht, allen von ihr Betroffenen in der Tat keine Wahl mehr lässt und sie auf bloße Opfer, das heißt auf zu vernichtendes Material, erst geistig und dann schließlich praktisch reduziert. Das unterscheidet aber den Antisemitismus grundlegend vom kolonialen Rassismus, der als gesellschaftlich notwendiger Schein kolonialer Praxis daraus entspringt, dass die Wertbestimmung kolonialer Arbeitskraft in Natur aufgelöst wird. Die historisch-moralische Reproduktion der Arbeit, wie Marx das nannte, wird auf die physiologische Reproduktion, die gesellschaftlich notwendige auf die naturnotwendige Arbeit und schließlich die Menschen auf Tiernatur, auf tierisches Dasein reduziert. Sie sind also damit im Wortsinne minderwertig, und zwar deswegen, weil sie so ekelhaft behandelt werden. Während es an der Oberfläche so erscheint, dass die miese Behandlung einer natürlichen Minderwertigkeit entspreche, das ist eben genau diese objektive rassistische Verkehrung, an deren Aufrechterhaltung dann wieder all jene interessiert sind, die die Angst vor dem Abstieg in den sozialen Tod, also ebenfalls diese Reduktion auf Natur umtreibt, und die sich deshalb ihre Tauglichkeit zur Verwertung als Naturmerkmal, also nach dem Motto, ich bin weiß, durchtrainiert, Frau, Aszendent, Witter, zurechtlegen. So ist der Rassismus, also bei allen Verbrechen und Scheußlichkeiten, die durch ihn gedeckt wurden, eine Ideologie der Konkurrenz aller kapitalisierten Subjekte gegen alle, die zum Verdrängungswettbewerb, also zum Kampf ums Dasein naturalisiert wird. Er markiert deshalb eine Feinderklärung, die den anderen wegbeißen und drunten halten möchte, aber ihm, wie verkehrt und wahnhaft auch immer, noch die Arbeitskraft und damit virtuell den Gleichen ersiegt. So ereignet sich der Rassismus im Rahmen von Vergleichung und Konkurrenz, während der Antisemitismus sich gegen die durch den Tausch gestiftete Vergleichung der Individuen als kapitale Subjekte als solche richtet. Nämlich durch diese Vergleichung, die er als Verschwörung abstraktifiziert und dann wieder auf empirische Personen reprojiziert, die er ohne Rücksicht auf ihre Besonderheiten vernichten möchte. Antisemitismus ist darin der barbarische Aufstand aller Ressentimentgeladenen und Opferwütigen, egal wie sehr sie sich selbst mit welchen rassistischen Vorwänden auch immer sich untereinander ans Leder wollen. Diesen Unterschied zu nivellieren, also diesen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus, genau dies macht aber die Quintessenz der antikolonialen und antirassistischen Deklarationen aus. So heißt es beispielsweise in einer einflussreichen, 1955 in Frankreich erschienenen und 1968, bemerkenswerterweise 1968, in deutscher Übersetzung nachgedruckten Schrift des bereits erwähnten Aimé Césaire mit dem Titel Über den Kolonialismus, und zwar in einer Passage, wo er auf den Nationalsozialismus Bezug nimmt. Man wundert, man entrüstet sich, man sagt, wie sonderbar, ach was, das ist der Narzissmus, der wird auch wieder vorbeigehen. Und man wartet und man hofft und man verhehlt sich selbst die Wahrheit, dass das wohl eine Barbarei, doch die Vollendung der Barbarei ist die Krönung, das Resümee all der täglichen Barbareien. Dass es der Narzissmus ist, ja, aber dass man, bevor man sein Opfer wurde, das ist die Ansprache an die Weißen, die er dort hält, bevor man sein Opfer wurde, sein Komplize gewesen ist, dass man diesen Narzissmus Vorschub geleistet hat, bevor man von ihm heimgesucht wurde, dass man ihn freigesprochen, dass man beide Augen vor ihm zugedrückt, dass man ihn legitimiert hat, weil er, und gemeint ist der Nationalsozialismus, weil er bisher nur auf nicht-europäische Völker Anwendung fand. Und er spricht dann in einer Passage weiter davon, dass also in dem europäischen Bürger Hitler hausen würde, dass Hitler sein Dämon ist, dass er, wenn er ihn rügt, einen Mangel an Logik verrät und dass im Grunde das, was er Hitler nicht verzeiht, nicht das Verbrechen an sich, das Verbrechen an Menschen, dass es nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, sondern dass es das Verbrechen gegen den weißen Menschen ist. Dass es die Demütigung des Weißen ist und die Anwendung kolonisatorischer Praktiken auf Europa, denen bisher nur die Araber Algeriens, die Kulis in Indien und die Neger Afrikas ausgesetzt waren. Zitat Ende. Man muss sich diese perfide Argumentation schon wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Einerseits wird also der Antisemitismus und der Massenmord an den Juden einfach unter dem Rassismus subsumiert und damit signalisiert, im Grunde gar nichts Besonderes, eben eine Anwendung kolonialistischer Praktiken auf Europa und damit eine Metzelei unter Weißen, die man im Grunde vernachlässigen kann. Und andererseits und im selben Atemzug
wird diese Besonderheit des antisemitischen Massenmords implizit zugestanden, indem man nämlich umgekehrt den Kolonialismus selber als eine Spielart des Nationalsozialismus bestimmt, und zwar deswegen, weil man den Juden den Opferstatus streitig machen will und den moralischen Mehrwert einstreichen möchte, der sich daraus ergibt, sich als Opfer des Nationalsozialismus präsentieren zu können. Von ferne erinnert diese schizophrene Argumentation bereits an die irrsinnigen Pamphlete, die Tag für Tag in arabischen Medien erscheinen, wo man es fertigbringt, Auschwitz einerseits für eine Erfindung der Zionisten zu erklären und andererseits zu beklagen, die Palästinenser seien die Opfer eines neuen Holocaust. Wie auch immer, jener Antirassismus, der einerseits Auschwitz im Rassismus verschwinden lässt und andererseits Auschwitz insgeheim instrumentalisiert, um den Rassismus zum Menschheitsverbrechen par excellence zu erklären, jener Antirassismus schreibt die deutsche Opfermythologie fort, in einer Form allerdings, die als adäquate Lehre aus dem Nazifaschismus erscheint und über jeden Zweifel erhaben sich darstellt. Rassismus wird darin zur Chiffre für Unrecht und Ungerechtigkeit schlechthin, eine Chiffre, die einerseits die dehnbar genug ist, um gleichermaßen strukturalistische Vorstellungen vom Rassismus als System und andererseits personalistische Auffassungen vom Rassismus als charakterologischen Defekt, also als pure Bosheit in sich aufzunehmen. Und in dieser Auffassung, in diesem konzeptiven Schwanken, wird Rassismus schließlich synonym mit Imperialismus und damit eben genau mit der Vorstellung von Herrschaft als Diskriminierung, von Herrschaft als Diskriminierung, die sich durch den Ausschluss anderer legitimiert, von Herrschaft als Usurpation, als Fremdkörper. Ja, das lässt sich ja in unzähligen antiimperialistischen Pamphleten und UNO-Resolutionen demonstrieren, auf deren Zitierung ich hier verzichte. Und durch genau diese vorauseilende Selbstentschuldigung, die alles Übel einem Rassismus-Imperialismus anlastet, legt sich die antirassistische Ideologie eben schon vorab einen Feind zurecht, dem sie für das Scheitern und, wie ich versuche zu entwickeln, das notwendige Scheitern der nationalrevolutionären Ambitionen verantwortlich machen wird. Und in der Tat, es ist kein Wunder, dass ausgerechnet in den 70er Jahren, als sich das Scheitern der ersten nationalrevolutionären Projekte schon abzuzeichnen begann, sich dieser diskrete Antisemitismus, der den Deklarationen in den 40er und 50er Jahren schon zugrunde lag, dass sich dieser Antisemitismus mit immer größerer Offenheit einbekennt. Stichwort UNO-Resolution von 1975, die eben den Zionismus als eine Form von Rassismus und Apartheid brandmarkt. Und tatsächlich verging seither, wie bei Broder nachzulesen ist, keine Konferenz, egal welches Thema besprochen wurde, ob es über Frauen, Unterernährung oder Religion geht, immer ist Israel unter Zionismus dran schuld. Das ist ein kompletter Unsinn, das ist eine Klamotte, das ist im Grunde fürchterlich lächerlich, aber es wäre halt lächerlich, wenn dieser komplette Irrsinn nicht ernst gemeint wäre, nicht auf Beifall stoßen würde und wenn er durch die UNO, eben dieses Weltparlament der Völker, institutionell gedeckt und abgesegnet würde. So ist also diese Antirassismuskonferenz von Durban nur der vorläufige Höhepunkt einer langen Entwicklung. Und sie fand ihrerseits wieder eine würdige Fortsetzung in einer Folgekonferenz 2002, wo es dem südafrikanischen Präsidenten Mbeki vorbehalten war, die Deutungshoheit des Rassismusbegriffs nun endgültig auch auf die Frage der Produktion und Verteilung von Reichtum auszudehnen. Die sich vertiefende Kluft zwischen Armen und Reichen sei, so dekretierte er, nichts anderes als, und das war sein Stichwort, als soziale Apartheid. Also gewissermaßen eine Rassensegregation auf dem Gebiet des Reichtums. Und klarer hat damit noch keiner vorher ausgesprochen, dass dieser spontane Antikapitalismus, wie er derzeit Konjunktur hat, im Grunde nichts anderes bezweckt als eine Endlösung der Kapitalistenfrage, indem er nämlich Ausbeutung und Verelendung als Ausfluss böser Absichten, also gewissermaßen als Rassendiskriminierung von zur Gegenrasse erklärten Kapitalisten brandmarkt und darüber hinaus nichts anderes betreibt als die Zusammenrottung der Verelendeten zum Rudel, zum Verfolgerkollektiv und damit wieder selbst zur Rasse. So ist es also schließlich der Antirassismus, der je mehr sich zum absoluten Deutungsmuster für gesellschaftliche Prozesse aller Art aufschwingt,
die Rassifizierung der Gesellschaft höchst selbst vorantreibt. Und das ist aber ein Phänomen, das nicht nur auf der internationalen Ebene, nicht nur auf der Ebene der Weltpolitik sich ereignet, wo Deutschland sich ja anschickt, dieses Bündnis der proletarischen Nationen gegen Israel voranzutreiben, Gott sei Dank vorherst ausgebremst durch die USA, sondern auch in den Metropolen. Selbst hat dieser Antirassismus ja Konjunktur und es verdankt sich keinem anderen Umstand, dieser Aufschwung verdankt sich keinem anderen Umstand als dem ökonomischen Abschwung, sprich der Krise des Kapitals. Seit nämlich das Ende der Nachkriegskonjunktur immer mehr Arbeitskräfte zu virtuell oder aktuell Überflüssigen erklärt, gilt allerorten die Devise, rette sich wer kann, jeder ist sich selbst der Nächste. Je mehr die Konkurrenz der Individuen angesichts schrumpfender Verteilungsspielräume zum Verdrängungswettbewerb gerät, je offensichtlicher wird, dass die geistige und körperliche Selbstzurüstung der Individuen zu einander gleichen Subjekten der Verwertung ins Leere läuft, weil dieser Zurüstung keine Verwertung mehr nachfolgt, je mehr also die Angst vor dem sozialen Tod als Wut auf das vergleichende Prinzip sich artikuliert und je stärker sich in dessen Gefolge das zähe Gefühl ausbreitet, man werde systematisch um Arbeit und Lohn betrogen, und zwar von korrupten, verfilzten Mächten, desto panischer und radiater bestehen die Individuen qua vermeintlicher Natureigenschaft, also als Mann, Frau, Lesbe, Dickleibiger, Knautschgesichtiger, Ringäugiger oder wie auch immer, privilegiert zu werden, desto vehementer fordern sie unter Berufung auf eine naturale Besonderheit, offen oder insgeheim, jenen Gegensouverän, der sie als Schwungmasse kooptiert und der ihnen ihre Loyalität durch einstweilige Überleben verdient. Und das Entscheidende, sie reagieren diese Vorzugsbehandlung nicht offensiv und selbstbewusst, sondern eben genau dadurch, dass sie sich als Opfer von Verfolgung und Diskriminierung darstellen. Der nachbürgerliche Sozialcharakter verkehrt also gewissermaßen im kartesianischen Existenzbeweis, ich denke, also bin ich, der das Individuum als souveränen Beherrscher der äußeren Welt intronisierte, in ein Ich leide, also bin ich, der die Ohnmacht der Individuen angesichts verdinglichter gesellschaftlicher Verhältnisse zugleich zum Ausdruck bringt und als narzisstisch eingebildete Allmacht verklärt. Indem also diese Auswechselbarkeit der Individuen zur Überflüssigkeit sich aktualisiert, desto mehr zieht der Einzelne sich in sich selbst zurück, begreift sich als autarkes, unverwechselbares Gefüge, desto heftiger wird die Außenwelt abgewehrt und alle anderen als Eindringlinge identifiziert. Das Individuum wird sich selbst zur kleinsten existierenden Minderheit und begreift sich selbst nach dem Muster verfolgter Völker. Ich bin Opfer, zu Unrecht diskriminiert und verfolgt, und weil mir so übel mitgespielt wurde, bin ich ermächtigt, zurückzuschlagen. Und dafür darf mich keiner kritisieren, weil ich prinzipiell anders bin, weil ich selbst eine schützenswerte Kultur bin, die kein anderer versteht. So oder so ähnlich denkt es im infantilen und projektiven Sozialcharakter. Es findet hier also eine Demokratisierung und Diffusion jenes Massenwahns statt, der die Opferbewegungen der jüngsten Vergangenheit, wie sie nicht nur in Deutschland seit den 70er Jahren als Vorschein der Krise entstanden waren, und dass deren Unheilvollste, die Frauen, die Friedens- und die Ökologie bewegen gelten dürfen, gleichermaßen fortsetzt und als kollektives Phänomen auflöst. Dass dem Einzelnen, der sich als bedrohtes Volk en miniature begreift, heute für seine Projektivität unzählige Rationalisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, das hat er ebenfalls organischen Intellektuellen jener Bewegungen zu danken, Intellektuellen zum Beispiel vom Schlage eines Bourdieu. Das hat er den dekonstruktivistischen Theorien verschiedenster Provenienz zu danken, die jeden Einzelnen nur noch als Schnittmenge unterschiedlicher Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen definiert, denen er ausgesetzt ist, und die schließlich in der wahren Idee gipfelt, dass jeder und jede auf so einzigartige Weise unterdrückt sei, dass jeder auch nur für sich selbst sprechen könne und jede Kritik und Beurteilung von außen als illegitimer Übergriff, als unerwiesene Einmischung, also gewissermaßen als rassistische Anmaßung, die nur dem hornierten, eurozentristischen, männlichen, weißen oder bla 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 bla, sonst wie perforessierten Sprechort des Kritikers offenbar. Je weniger also der Markt den Tausch von Arbeitskraft und Kapital vermittelt, desto mehr etabliert sich der politische Markt der Bedrängnis, wie das Pascal Bruckner einmal genannt hat.
in dem die Überflüssigen mit ihren paranoiden Projektionen um die Opferprämie konkurrieren, und zwar auf eigene Faust. Aber dabei verdeckt die Pluralität der Projektionen und Rationalisierungen nur, dass alle im Wesentlichen vom Gleichen umgetrieben sind, nämlich vom tiefsitzenden Ressentiment gegen das vergleichende Prinzip, das sie schließlich in den Juden und den Plutokraten in Israel und den USA wahnhaft inkarniert sehen und von der Sehnsucht nach der kollektiven Enthemmung in der Nacht der langen Messe, wo sie unendliche Rache nehmen können für die Kette von Demütigungen, als diese ihr trostloses Leben sich halluzinieren. Es ist vor diesem Hintergrund kein Wunder, dass die Mehrheit der europäischen Bevölkerungen reaktionärer sind als ihre Regierungen. Dass die Mehrheit der europäischen Bevölkerungen sich nicht mit dem tatsächlich bedrohten Staat der Juden es hält, sondern sich mit den judenmordenden Palästinensern identifiziert, weil sie in ihnen ihre geheimen Vorkämpfe erblickt. Gerade die Pluralität ist es aber, die der anonymen Allgemeinheit der Verfolgung sind, der Opfer und Verfolgungswütigen ihr charakteristisches Gepräge und ihrem widerwärtigen Treiben die Ehrbarkeit verleiht. Sie konstituieren zusammengenommen einen multikulturellen Mob, die einen politisch korrekten Antisemitismus aus Minderheitenschutz vertritt, gegen den schließlich dann keiner mehr etwas einzuwenden hat. Dass der verhinderte Selbstmordattentäter, der es nur zum Selbstmörder brachte, Möllemann, die Aufnahme des Antisemiten Karslis in die FDP-Fraktion im letzten Jahr damit begründete, dies sei ein Beitrag zur Integration arabischer Einwanderer, also unserer ausländischen Mitbürger, genau dies steht exemplarisch dafür. Und das ist die Perspektive, die ungemütliche Perspektive, mit der wir uns in den nächsten Jahren wollen, herumzuschlagen.